Natürlich hört irgendwo der Spaß auf, aber nicht in Titanic. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Reaktion, zumal da ich selber geschrieben habe, glaube ich nicht, dass es eine Reaktion ist auf die Entführung der kleinen Maddie, sondern eher auf die Begleitumstände. Diese unglaubliche Kampagne, mit der dieses Mädchengesicht zum bekanntesten der Welt, des ganzen Universums gemacht wurde. Eigentlich warnen wir ja nur davor, was jetzt passieren kann, dass möglicherweise irgendeine Marke aufspringt, dass demnächst das kleine Maddie-Gesicht auf Brandzwieback oder Ferrero Kinderschokolade prangt. Nein, ich möchte das gar nicht weiter interpretieren. Das ist eine Satire und die findet in Titanic statt. Und wer sich damit konfrontieren lässt, der muss halt damit leben. Ich habe gar nichts dagegen, dass man das als widerwärtig empfindet oder als schlechten Geschmack bezeichnet. Damit können wir leben.